Jetzt bei Sonja. Scheuklappe. Wenn er sich ein Motorrad kauft und da wirklich Geld für hinlegt und dann nach 5 Tagen bei mir anruft und sagt, du, ich bin jetzt hier beim Kawasaki-Händler, hol mich mal ab, ich bin bei 150 abgestiegen. Auf der anderen Seite gehe ich gern Pornofilme drehen, ich gehe gern in Pärchenclubs, in Singerclubs. Oh, um meine Sexsucht doch zu befriedigen. Manchmal kommt sie mir jetzt noch vor wie 12 oder 13. Ja, also nicht wie eine Erwachsene mit 18. Ja? Dabei sind. Alles, was ins Extreme fällt, das stößt ja bei Familie und bei Freunden oder Bekannten auf Unverständnis. Da sagen viele nur noch, dir ist nicht mehr zu helfen. Diese Worte hört wahrscheinlich auch oft mein erster Gast. Sie heißt Petra und sie hat ein sehr extravagantes und ungewöhnliches Hobby. Herzlich willkommen. Petra, ich hoffe, du fühlst dich wohl bei so viel Applaus. Sie wissen zwar noch nicht, was du machst, aber schon mal Vorschusslorbeeren. Ja, zum Glück wissen sie es noch nicht. Okay, aber du wirst uns jetzt aufklären. Was ist dein Hobby? Mein Hobby ist Extreme Hoteling. So, so. Könnt ihr euch was darunter vorstellen? Ich mir auch nicht. Was ist es denn? Auf gut Deutsch gesagt ist es, Stars in Anführungsstrichen hinterherzufahren und kennenzulernen. Mhm, und das nennt man Extreme Hotelings. Und warum machst du das oder wie sieht das denn aus? Es sieht so aus, dass man ja, versucht, das Hotel rauszubekommen, in welcher Art auch immer, ob man dort anruft im Hotel, sich als Plattenfirma ausgibt und auf Englisch halt dort nachfragt nach den Codenamen oder nach den Originalnamen. Je nachdem, wenn sie noch nicht so berühmt sind, dann haben sie die normalen Nachnamen und sonst haben sie Codenamen. Und ja, dann rufen wir dort halt an. Wie kriegst du denn die Codenamen raus? Ja, das ist schwierig. Entweder durch wirklich Bekannte, die dann dort zu dem Manager oder so Beziehungen haben. Oder halt durch die Hotels, wenn die zu schusselig sind und die Codenamen offen liegen lassen. Da schnüffelt ihr auch überall rum? Naja, nicht überall, aber wenn sie da liegen, also wieso nicht? Wo übernachtet ihr denn? Weil es gibt ja immer viele Mädels, die vor den Hotels übernachten oder auf Bahnhöfen. Wie macht ihr das? Also wenn wir das Hotel rausbekommen haben, übernachten wir im Hotel. Und ja, falls wir keine Möglichkeit sehen, so reinzukommen, dass wir uns eventuell einen Tisch nehmen oder durch Freunde reinzukommen, dann nehmen wir uns direkt ein Hotelzimmer. Aber falls es die Möglichkeit gibt, dass wir uns einen Tisch reservieren lassen, dann bleiben wir halt so die ganze Nacht und setzen uns an die Bar und haben dann dort unser Spaß. Das ist aber auch ganz schön teuer, wenn man da Hotelzimmer mietet. Ich meine, die kosten ja auch immer ein Heidengeld. Die steigen ja auch nicht gerade in irgendwelchen Spelunken ab. Wie teuer ist denn sowas? Also ich habe letzten Monat im März einen Spitzenbetrag von 450 Mark ausgegeben. Hm, scheinst ja gut zu verdienen. Naja. Wie viel verdienst du? Ich mache einen Schülerlehrgang vom Berufsausbildungszentrum des SOS Kinderdorfs. Und dort kriege ich halt vom Arbeitsamt eine BAföG ähnlich. Und das sind 489 Mark. Davon muss ich aber 100 Mark noch zu Hause abgeben. Da hast du mehr ausgegeben, als du eigentlich im Monat verdient hast. Ja, ich habe noch eine Rückzahlung bekommen, deswegen konnte ich das so viel ausgeben. Also, das ist ja praktisch. Aber würdest du dich auch als Fan beschreiben? Nein. Warum nicht? Kein Fan. Fan heißt direkt fanatisch. Jeden Schnipsel sammeln. Und das war ich früher damals mal so bei Take-That-Zeiten so vergessen. Und das heißt, jeden Schnipsel sammeln, alles aufnehmen. Und so bin ich nicht. Fans sind die, die draußen stehen, die dann da schreien, wenn er nur einmal kurz am Fenster sitzt. Und ich bin lieber im Hotel und unterhalte mich mit denen. Mhm, was war denn so dein bestes Erlebnis bisher? Es war letzten Monat im März, da waren halt Backstreet Boys in einem Hotel mit Vorgruppe und allem möglichen drum und dran. Und da war halt ein Sänger, der heißt Marcel Romanov und den haben wir kennengelernt gehabt. Und der ist auch bekannt, ja? Weil mir sagt er gerade nichts. Ja, er ist noch nicht allzu bekannt. Er hat 2 Lieder im Moment rausgebracht und kommt aus Holland halt. Und so berühmt ist er nun noch nicht, aber das ist halt schön, wenn er noch nicht so berühmt ist, dass man halt noch mehr Zeit mit ihm verbringen kann. Und den haben wir halt im Hotel kennengelernt und das war total witzig. Wir waren dann abends noch mit denen bei der Aftershow-Party, mit Backstreet Boys und dann den anderen. Und dort hat er uns halt gefragt, ob wir am nächsten Tag nicht zu seinem Geburtstag kommen möchten, weil er Geburtstag hatte, er wurde 19.
und hat uns halt eingeladen, hat uns auf die Gästeliste geschrieben gehabt und ja, war ganz witzig, wir kamen halt am nächsten Abend an. Ich habe mir überlegt, was ich ihnen schenken könnte, weil ich wollte nicht irgendwie was haben, was wirklich jetzt Rosen oder so war, tolle, verwelken und weg damit. Ich wollte irgendwas, was er wirklich noch weiter gebrauchen könnte. Und da kamen uns zwar einige Ideen, aber zum Schluss sind wir dann halt drauf gekommen, dass wir eine Kette schenken mit einem Kleeblatt, was ihm Glück bringen sollte. Mhm. Er hat sich auch riesig darüber gefreut und hat gesagt, oh, die behalte ich immer um. Und naja, okay, ob man das so glauben sollte, weiß ich nicht. Aber ich habe es natürlich gehofft, dass er die um hat. Und abends haben wir halt mit ihm wieder auf der Aftershow-Party mit Backstreet Boys seinen Geburtstag zu Ende gefeiert. Und es war halt so, dass die beiden Abende total schön waren. Und bei, ja, den Sender möchte ich jetzt nicht sagen, weil... Bei Viva hatte er ein Interview und dort habe ich halt die Kette gesehen. Da war ich schon ziemlich happy, dass er die noch um hat und nicht irgendwie in die Ecke gelegt hatte. Und jetzt habe ich, er hatte mich gefragt, ob ich ihn schreibe und ich hatte die Adresse vom Fanclub bekommen. Meinte, ja, mach bitte einen roten Umschlag und hier und da, damit ich auch gleich erkenne. Und dann habe ich ihn halt geschrieben und habe ihn gefragt, ob er die Kette noch um hat. Und der hat mir jetzt vor 2 Tagen zurückgeschrieben und bedankt sich nochmal und fand die Idee mit der Kette total toll. Die hat er immer noch um und dann hat er mir halt erzählt, er stand halt im Brief noch drin, dass er falsch umgesprungen ist, was ich demnächst auch mache und dass ich keine Angst davor haben brauche. Und dann hat er mir halt einen Steckbrief ausgefüllt und da steht auch drin, dass er sich freut. Was erwartest du denn von den Fans oder wie weit würdest du denn von den Stars? Wie weit würdest du denn gehen, um deinen Stars hinterher zu reisen? Ich würde nie mit ihnen ins Bett gehen. Wieso? Weil ich bin der Meinung, es gibt viele Leute, die ich auch kenne, die mit denen ins Bett gehen und ich denke, die wirst du einfach nur als Schlampe abgestempelt. Was sagen denn so deine Freunde und deine Familie dazu eigentlich? Meine Familie findet das nicht so besonders. Sie sagen, mein Geld könnte ich besser anlegen und nicht gerade, ja, weiß ich nicht, nicht gerade bei den Stars. Und ich könnte auch mehr für die Schule tun, ich könnte auch mehr im Haushalt tun. Und deine beste Freundin? Oh, nee. Soll man da wirklich antworten? Also die ist genauso dagegen. Die hockt lieber irgendwo, geht lieber mit meinem Hund raus und hat dann... Wie langweilig. Hat dann Spaß mit ihrem Hund und ich gehe halt lieber in Hotels und habe Spaß mit denen dort. Naja, mal sehen, was Melanie selbst dazu sagt. Deine Freundin ist nämlich hier. Herzlich willkommen. Also Melanie, nach Petras Angaben scheint es ja ziemlich langweilig zu sein, mit einem Hund rausgehen. Hockst nur zu Hause rum? Nein, jetzt mal im Ernst. Wie findest du denn Petras Hobby? Bescheuert. Warum denn? Ganz einfach, weil sie hat nur noch ihre Stars im Kopf. Sie kümmert sich nicht um ihren Job oder um ihre Schule. Dann, wenn ich mal bei ihr bin, mich mit ihr unterhalte, dann heißt es, keine Zeit, ich will schlafen. Ich muss morgen da und dahin. Dann gehe ich mal mit dem Hund raus. Dann heißt es, unsere Freundschaft basiert nur noch auf dem Hund. Komme ich dann mal sage, ich will nicht den Hund, ich will zu dir. Keine Zeit, ich will schlafen. Dann heißt es, ich bin langweilig, obwohl sie will immer nur schlafen. Sie schläft nur. Und dann hat sie auch nur ihre Zeitschriften, ihre Stars und es ist alles. Von ihr habe ich nicht viel. Na, dann heißt es, ich bin langweilig, ja. Ja, Petra, ich meine, irgendwas muss doch eigentlich beste Freunde verbinden. Ja, dass wir nebenan wohnen. Wie praktisch. Wir verstehen uns auch so allgemein ganz gut. Wir gehen auch zusammen in die Disco und haben halt dort unseren Spaß. Aber, ja, halt, wenn es darum geht, dann sagst du lieber, nee, ich gehe lieber mit deinem Hund, geh du mal zu den Stars. Ja. Würdest du sagen, ihr ist nicht mehr zu helfen? Nee. Die kannst vergessen. Ihr ist nicht mehr zu helfen, weil wenn ich dir sage, hör doch mal auf, sie hat im März über 450 Mark ausgegeben, allein für Stars. Und da ich im Hotel arbeite, als Hotelfachfrau, ich weiß, wie das ist. Oh, vielleicht bist du deswegen ihre Freundin. Na, das sieht gar nicht. Nee, wir waren schon vorher gut befreundet. Ja. Ja. Nein, aber ich weiß nur, wie das ist im Hotel und so. Und sie hat sowieso keine Chance bei denen. So denke ich darüber. Ich will ja auch keine Chance wieso bei denen da haben. Wieso, der Marcel, der steht doch anscheinend so ein bisschen auf dich. Sag ich nicht, vielleicht ist es eine gute Freundschaft oder man hat sich halt kennengelernt und dadurch hat sich in Anführungsstrichen eine Freundschaft entwickelt. Aber, weiß ich nicht, also keine Chance, ich will auch gar keine Chance bei denen haben. Mir reicht es einfach, wenn ich mit denen rede. Andere Fans stehen draußen und haben nicht das Glück, mit denen zu reden oder mit denen abends eine Party zu feiern oder mit denen essen zu gehen. Und es reicht mir vollkommen aus, ich will auch gar nichts mit denen weiter haben. Melanie, hast du denn irgendein Idol? Ich höre alles. Früher Kelly-Familie. Ja, früher. Vor 4 Jahren, vor 3, 4 Jahren war das mal. Und jetzt höre ich einfach alles.
Hip-Hop, alles einfach. Ist das denn eigentlich eine ist das eine Altersfrage? Wie alt bist du eigentlich, Petra? 18. Und du, Melanie? 17. Mhm. Ist das eine Altersfrage? Das ist keine Altersfrage, weil in den Hotels, sie sagt immer, ja, du bist doch keine 14 mehr. Und wenn du 14 gewesen wärst, hättest du dich ja ins Hotel setzen können. Aber jetzt hast du andere Sachen, die du machen kannst. Ich gehe am Wochenende auch in die Disco. Ich habe am Wochenende meinen Spaß. Aber ich denke einfach, die Leute, die dort in dem Hotel sitzen, die sind zwischen 17 und 25. Und ich weiß nicht, du hast es vielleicht selbst auch mitbekommen bei der IFA, dass sie einfach älter sind oft. Ich weiß, dass da welche sitzen, aber ich gucke nicht ganz genau und frage, wie alt die sind. Aber klar, du musst dabei glücklich sein. Hast du da nicht einen Freund? Was hab ich? Einen Freund? sagen wir so, ich habe da jemanden, den ich kennengelernt habe, den ich auch sehr gut mag und sehr doll mag, aber er wohnt halt nicht in Berlin und... Was hält er denn davon? Er weiß es noch gar nicht. Hält sie geheim, ja. Was glaubst du denn, Melanie, wie so ein Freund reagieren kann darauf? Also, wenn ich ein Junge wäre, ich würde sofort eine Flogge machen. Ich würde sofort abhauen. Deine Mutter, Marlies, ist ja auch hier. Mal sehen, was sie dazu zu sagen hat. Herzlich willkommen, Marlies. So wie Melanie schon sagte, also ich finde sie bescheuert, ja. Vor allen Dingen mit 18 Jahren. Ja, wie wirkt sich das denn ganz generell, ihr Tick, auf euer Familienleben aus? Das Familienleben selber leidet nicht darunter, so in dem Sinne, weil die anderen drei schon außer Haus sind. Ich habe 4 Kinder. Ja, na, haushaltsmäßig. Also. Wie sieht es denn so in ihrem Zimmer aus? Wie ein Saustall. Ja, aber da gehe ich auch nicht rein. Und wenn ich da rein muss, dann trete ich da drauf, wo was liegt. Ich räume da auch nicht auf im Zimmer. Also. Hast du denn zu irgendeinem Zeitpunkt mal ihr Hobby unterstützt? Ja, da war sie 14, 15. Da fing das mit Tickset an. Und da hieß es dann nach dem Konzert, Mama, darf ich mal zu Hause bleiben, nur heute. Aus dem einen Tag ist eine ganze Woche geworden. Aber ich fand das toll in dem Moment, weil sie offen und ehrlich zu mir war, ja. Und so hätte ich gesagt, vielleicht nein. Wäre ich trotzdem gegangen? Dann wäre sie nämlich trotzdem gegangen. Und so hatte ich sie eine Woche dann krank geschrieben. Und was hast du die eine Woche gemacht mit 14? Mit 14 hatte ich noch keine große Chance, ins Hotel reinzukommen oder so, weil ich halt nicht in Anführungszeichen die Erfahrungen hatte. Aber ich stand vor dem Hotel, wie gesagt, und bin halt zu allen drei Konzerten gegangen. Und da stand ich dann noch nachts um 2:30 schon. Und ja, das waren dann halt so die sehr extremen Zeiten. Ja, aber hat man da als Mutter nicht Angst, wenn ein 14-jähriges Kind da abends in den Hotels rumhängt? Na, in den Hotels war es ja noch nicht, da war es ja noch vor den Hotels. Ja, nein, aber nein, ich konnte mich hundertprozentig auf sie verlassen. Sie hat sich zwischendurch gemeldet, sie hat angerufen, gesagt, ihr geht's gut. Also da konnte ich mich hundertprozentig auf ihr verlassen. Ist sie heute immer noch zuverlässig? Ja, immer noch. Sie ruft auch heute noch an und sagt, wenn sie nicht kommt, wenn sie da im Hotel schlafen. Also da... Wie sieht's denn aber im Haushalt aus? Hat sich's da ein bisschen gebessert? Nö. Da wird sich auch nichts mehr ändern. Ich glaube, die wissen nicht mal, wie das Wort Haushalt geschrieben wird. Hast du nicht ein schlechtes Gewissen, dass du zu Hause so einiges vernachlässigst? Ich denke, jeder Jugendliche hat mal so eine Phase, dass er zu Hause nichts macht und keinen Bock hat. Die hast du dann aber schon lange. Ne. Was glaubst du, wann wird deine Tochter, ich sag jetzt mal, endlich erwachsen? Ich weiß nicht, heute, manchmal kommt sie mir jetzt noch vor wie 12 oder 13. Ja, also nicht wie eine Erwachsene mit 18. Ja? Mit 18 muss ich mich doch auf mein Leben vorbereiten, so langsam, dass ich was aus mir mache, dass ich Bewerbungen abschicke, dass ich versuche, eine Lehrstelle zu kriegen. Was heißt für dich denn langsam? Naja, nicht allzu schnell, okay. Also, okay, mit einer Ausbildungsstelle ist schon ganz ziemlich wichtig, aber da sehe ich im Moment überhaupt keine Chancen. Auch wenn ich Bewerbungen schreibe, da ist einfach keine Chance. Und ja, dann werde ich lieber langsam erwachsen. Du hast noch 3 Geschwister, hat deine Mutter gesagt. Was sagen die dazu? Ja, eine sitzt da vorne. Sitzt da vorne. Eine wollte nicht da vorne. Hat schon Nein geschrien. Oder sag Tante, du doch, Marlies. Meine Tante sitzt auch in Orange. In Orange, die Tante. Jawohl. Tante, wie heißt du? Elke. Elke, was hältst du denn davon? Also, so extrem habe ich das noch nie gesehen bei ihr. Ich dachte immer, das war so mal, weil das ganz nett oder ganz witzig ist. Aber
irgendwie muss sie jetzt mal anfangen, voranzukommen. Wenn ich ehrlich für sich selbst. Wenn ich ehrlich bin, ich denke auch, das ist wie eine Sucht. Das ist es nämlich. Weil wenn man einmal eingetroffen hat oder so, dann will man einfach mehr. Dann will man den entweder nochmal treffen oder will man jemand anders kennenlernen und sehen, wie ist der. Und also ich denke, das kann man mit einer Sucht vergleichen. Ja, das hört sich natürlich schlimm an. Also da kann ich dir eigentlich nur wünschen, dass du eine Entziehungskur machst, weil du musst ja irgendwann wirklich mal auf eigenen Füßen stehen. Du hast jedenfalls eine tolle Freundin da sitzen, die dir ordentlich auch die Meinung sagen kann und tritt dir mal ordentlich in den Hintern. Hilf nicht. Viel Spaß. Danke, dass du hier warst. Auch mein nächster Gast, sie heißt Birgit, kann von einer Sucht erzählen. Aber diese Sucht hat nicht sie selbst, sondern ihr Freund. Und das strapaziert ganz schön die Nerven. Davon wird sie uns jetzt erzählen. Herzlich willkommen, Birgit. Birgit, du hast einen Freund, der heißt? Stefan. Und wie lange seid ihr schon zusammen? Ein Jahr. Seid ihr glücklich miteinander? Nicht ganz. Warum? Was stimmt nicht? Ja, Stefan telefoniert häufig mit anderen Frauen. Warum macht er das? Weiß ich nicht. Und in welchem Umfang? Ich meine, wo lernt er diese Frauen kennen oder wo ruft er an? Wie sieht das aus? Der lernt die meisten Frauen eben über die Hotline kennen. Ja, ihr lacht. Und da verabredet er sich auch zu Dates? Ja. Ja, was erzählt er denn, wenn er nach Hause kommt, wenn er mal wieder bei so einer Verabredung war? Erzählen tut er da eigentlich im Prinzip nicht viel. Dann muss ich ihm so lange löchern, bis er mir dann eben doch mal irgendwas erzählt. Und manchmal belügt er mich. Er sagt eben, er war von seiner Firma aus weg. Oder bis ich ihm dann sage, das stimmt da ja nicht. Du brauchst mich doch nicht anlügen, ich weiß es doch. Bis ich ihm dann richtig löchere, dann sagt er mir die Wahrheit. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Auch über die Flirtline. Es ist ja sogar so, dass er ab und zu mal die Telefonnummern von den Frauen herumliegen lässt. Was machst du denn dann damit? Dann rufe ich da auch an. Und was passiert bei so einem Telefonat? Naja, bei so einem Telefonat, dann muss ich leider auch schon mal mithören, dass ich vielleicht eventuell die Nachbarin bin. Oder dann sagt er auch, dass er eben keine Beziehung zurzeit hat. Dass er uns eigentlich, ich habe ja nun zwei Kinder, dass er uns auch verleugnet. Da bin ich manchmal gar nicht so dolle erbaut darüber. Das kann man sich redlich vorstellen. Aber hast du dir nicht mal schon gedacht, Konsequenzen daraus zu ziehen? Glaubst du vielleicht, du genügst ihm nicht? Ja, das glaube ich. Moment. Also ich finde, den würde ich abschießen. Was bringt das denn immer nur, wenn der da rum... Wenn der andere Frauen aufreißt, dann fehlt ihm ja irgendwo irgendwas. Ja, ich war auch schon so weit, dass ich gesagt habe, also höre zu, unsere Wege trennen sich. Warum lässt du dir das von denen gefallen? Gefallen lasse ich mir das ja gar nicht. Wie ich meine, bei uns fliegen dann auch mal recht heftig die Fetzen. Also ich habe ihn auch schon zweimal gesagt, also wenn er das nicht lässt, kannst du gerne gehen. Wie sieht es denn mit eurem Liebesleben aus? Also sehr tolerant. Was heißt das? Naja, wenn er nun gerade, wollen wir mal sagen, wenn er jetzt von jemandem zurückkommt, ja, dann freue ich mich absolut gar nicht. Ja, also bin ich mächtig sauer. Mhm. Kann man sich ja, wie gesagt, vorstellen. Deine Freundin Ilona sitzt auch hier. Mal sehen, was sie dazu zu sagen hat. Herzlich willkommen. Wie hast du denn reagiert, als du von Stefans Sexsucht erfahren hast? Ich habe mich entschieden. Ich dachte, ich bin verkehrt im Film. Ja, und was hast du ihr geraten dann? Na, sie soll Schluss machen. Das ist nicht das Richtige. Ja, warum glaubst du denn, kann sie trotzdem mit ihnen nicht Schluss machen? Ja, weil sie ihn liebt. Das hat sie mir ja auch gesagt. Wie würdest du dich denn an Birgits Stelle verhalten? Ja, ich hätte Schluss gemacht. Auf alle Fälle. Ich hätte das nicht mitgemacht. Denn irgendwo sind auch mal Grenzen. Es geht nicht so. Was müsste denn noch alles passieren, damit du
dich von ihm trennst. Passieren muss da eigentlich gar nichts mehr. Also jetzt wollen wir sagen, er hat mir ja und den Kindern schon genug angetan. Also ich habe ihnen das gesagt, wenn er es noch einmal macht, habe ich gesagt, dann kannst du deine Sachen nehmen und kannst gehen. Also er trifft sich mit den anderen Frauen, schläft er auch mit ihnen? Nee, er trifft sich bloß und kommt dann eben wieder nach Hause, um die eben kennenzulernen. Glaubt ihr nicht? Das ganze Publikum glaubt dir nicht. Warum glaubst du so fest daran, dass es tatsächlich nicht macht? Weil das bis... Weiß ich nicht. Bis jetzt hat er das eigentlich noch nicht gemacht, dass er jetzt nächtelang weggeblieben ist. Mhm. Ilona, du hast auch mit dem... Moment. Du hast aber auch mit dem Kopf geschüttelt. Ja. Weißt du mehr als sie? Also, so viel weiß ich da nicht. Also ich möchte mich auch nicht so doll mit reinstecken in diese Beziehung. Möchte ich auch nicht. Aber trotzdem hast du im Kopf geschüttelt, du glaubst auch, dass er mit anderen Frauen schläft. Sicher, auf alle Fälle. Da hinten war aber vorhin noch eine Meldung. Komm ich angespucktet. Glaubst du nicht, dass er dich ausnutzt? Also nur nach Hause kommt, wenn er irgendwas braucht und wenn er keine Tussi abkriegt? Nee, glaube ich nicht. Meinst du nicht? Aber ich meine, wenn er mit anderen Frauen weggeht, ich meine, wo bleibt denn bei euch das Verhältnis? Weiß ich auch nicht. Weißt du auch nicht. Gut, Stefan ist ja heute auch hier. Damit er sich hier frei entfalten kann und frei darüber reden kann, was auch immer er zu erzählen hat, bitte ich dich, in die Küche zu gehen. Und wir sehen uns gleich wieder, Birgit. Versprochen habe, Stefan ist hier. Herzlich willkommen, Stefan. Stefan, würdest du von dir selbst behaupten, dass du sexsüchtig bist? Ja, das bin ich. Wie sieht dein Liebesleben aus? Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite nicht so gut. Ich denke, die Beziehung mit meiner Freundin Birgit, ja, die ist nicht so schlecht, wie es viele behaupten oder wie es viele sagen. Auf der anderen Seite gehe ich gern Pornofilme drehen, ich gehe gern in Pärchenclubs, in Singerclubs, um meine Sexsucht doch zu befriedigen. Um halt das mir zu holen, was ich halt alles zu Hause nicht so bekomme. Wieso bist du denn mit Birgit zusammen? Weil ich sie liebe. Das mag sich blöd anhören, aber im Endeffekt ist es so. Sie hat uns aber erzählt, dass du auch sehr häufig mit diesen Flirtlines telefonierst und dich dann hinterher auch mit diesen Damen triffst. Richtig. Das ist die Nummer 0190. Ja, da kommen hinten dran noch ein paar Zahlen, richtig, also nicht richtig. Nur 0190. Richtig. Aber wie sieht denn so ein Treffen aus, wenn du dich mit diesen Damen triffst? Ja, zum Beispiel rufe ich die 0190 an oder ich rufe, bei uns gibt es einen Radiosender, wo man sich halt am Montag mit jemandem durch eine Kontaktanzeige verabreden kann. Ja, sehr schön. Wie sieht so ein Treffen aus? Ja, wir telefonieren miteinander ganz spontan, tauschen so aus, was jeder für so Interessen hat, was jeder für Hobbys hat und so weiter. Und dann kommt halt so das erste Treffen meistens so zustande. Und bei dem Treffen? Wie geht's da? Da geht's richtig zur Sache. Das heißt, hallo, ich bin der Stefan, wie heißt du? Rein ins Bett. Richtig. Meistens. Hast du überhaupt kein schlechtes Gewissen dabei, dass du sie so schamlos ausnutzt? Nee, überhaupt nicht. Finde ich eine Schweinerei, ehrlich gesagt. Das ist deine Meinung. Dass du sowas nötig hast. Das ist deine Meinung. Du musst es ja nicht tun. Das ist ja meine Sache. Ja, ich habe aber mal die Frage, was du dazu sagen würdest, wenn sie das machen würde. Dann muss es tun. Gar keine Frage. Ist Gleichberechtigung. Das ist doch gar keine Beziehung. Warum nicht? Wer hat das so laut geschrien? Ich denke mal, du hast die Freundin praktisch nur, damit du nach Hause kommen kannst, dir ein warmes Mittagessen, damit du das weißt, du hast ein warmes Essen und mehr nicht, weil den Rest holst du ja bei einer ganz anderen. Stimmt ja nicht. Ist ja nicht wahr. Muss ich widersprechen, stimmt ja nicht, ist ja nicht wahr. Ich kriege ja eigentlich das, was ich gern möchte vom Bürger, das ist nicht die Frage. Es ist das, dass ich sexsüchtig bin und halt mehr brauche wie vielleicht der Durchschnittsmann. Wie sieht denn dein Liebesleben mit Birgit aus? Gar nicht mal so schlecht. Ich denke, wir haben uns kennengelernt, wie sie schon gesagt hat, durch die Flirtlein. Ich habe ja jetzt hinten ein bisschen mitgehört.
Und das Liebesleben ist im Großen und Ganzen, kann ich mich nicht beklagen, ist eigentlich super. Aber da ich halt sexsüchtig bin und jetzt zurzeit wieder Pornos drehe. Birgit hat uns gesagt, sie glaubt, dass du dich mit den anderen Frauen triffst, aber nicht mit ihnen schläfst. Das behauptet sie. Ich behaupte das Gegenteil. Du weißt das Gegenteil. Ja. Weiß sie nicht davon? Was? Weiß sie nicht davon? Zum Teil schon, zum Teil nicht. Ich wollte mal gerne wissen, wie kannst du das gegenüber deinen Kindern verantworten? Ja, ist gut. Du sprichst das gerade an, apropos Kinder. Ich meine, das mit den Kindern, das ist natürlich nicht gerade das Schönste. Das ist klar, sie kriegen ja natürlich nun auch einiges mit. Dadurch ist bei uns in der Beziehung auch einige Streitereien und sehr großen Trouble gibt, ist schon richtig. Und die Kinder leiden sehr drunter. Aber deine Frau leidet bestimmt auch sehr drunter. Ja, das ist ja richtig. Das bestreite ich ja auch gar nicht. Das möchte ich auch mal so im Raum stehen lassen, das ist klar. Dass das nicht toll ist und auch nicht super ist, das weiß ich selbst. Und ich bin ja jetzt eigentlich dran, dieses ein bisschen einzuschränken und zu sagen, okay, Beziehung und das andere muss irgendwann mal Schluss sein. Ja, wie stehst du eigentlich zum Thema Treue? Oh, Treue. Also ich meine, was verstehst du darunter? Nichts. Existiert für dich überhaupt? Definiere ich mit nichts. Also mich würde mal interessieren, was das für Frauen sind, die mit einem ins Bett gehen, der beim Telefonsex anruft und Pornos dreht. Das ist nicht, das hat mit Telefonsex nichts zu tun. Ich mache keinen Telefonsex, vom Prinzip her aus nicht. Weil ich denke, da kommt einfach nichts rüber. Das hat mit Telefonsex aus nichts zu tun. Du willst dich aber ändern. Das ist richtig, ich bin auf dem guten Weg dahin. Du möchtest es heute auch Birgit sagen? Ja, richtig. Ich möchte ihr sagen, dass ich sie gerne heiraten möchte. Dann wollen wir Birgit mal wieder zurückholen. Also, komm noch einmal zurück, liebe Birgit. Herzlich willkommen. Birgit, konntest du irgendwas hören, was er erzählt hat hinten, oder hattest du die Kopfhörer auf? Ich hatte Kopfhörer auf. Du konntest also nichts hören? Mm-mm. Nur mal ganz kurz im Kurzdurchlauf, was hast du uns erzählt, mit wie vielen Frauen du so schläfst? Mehrere. Aber ich muss aber dazu sagen, es war einmal. Also, es ist nicht mehr. Wusstest du davon, Birgit? Ja, ich wusste davon. Du hast vorhin aber gesagt, dass es nicht tut. Ich muss was dazu sagen, es ist... Ich habe einiges verschwiegen und vieles verheimlicht. Das will ich auch hier in dieser Sendung nicht beschönigen. Aber ich war eigentlich im Nachhinein dann eigentlich immer offen und ehrlich. Ich habe gesagt, okay, das und das ist passiert und so ist es passiert und diese und jene war es. Also, da habe ich dann auch irgendwann gesagt, okay, das bringt nichts. Ah, du hast ja sogar verleugnet. Du hast gesagt, du bist meine Nachbarin oder Putzfrau. Das ist richtig. Ich musste manchmal zu Hause den Mund halten, wenn ich telefoniert habe. Das ist schon richtig. Du möchtest dir aber heute etwas sagen. Ja. Go ahead. Ich möchte dir eigentlich sagen, dass es mir leid tut und dass es mir wegen von den Kindern sehr leid tut. Und ich wollte dich fragen, ob du mich heiraten möchtest. Birgit? Hast du geantwortet? Ja, ich habe ja gesagt. Also ich muss sagen, dass ich finde, dass du dich hier ziemlich billig irgendwie aus der Affäre ziehst, jetzt einfach dadurch, also das irgendwie, um das wieder gut zu machen, dass du sie so oft betrogen hast und so jetzt einfach zu sagen, ja, und meinst du nicht, dass das, wenn du sagst, dass du sexsüchtig bist, dass das dann so weitergehen wird? Es wird nicht so weitergehen, auf keinen Fall. Es muss irgendwo, ist eine Grenze da, wo man sagt, okay, jetzt ist Schlussstrich. Glaubst du ihm das, Birgit? Ja, ich glaube ihm das. Ja, ich wollte Sie fragen, ob sie das alles so verdrängen kann, ob sie ihm alles verzeihen kann. Alles konnte ich ihm nicht verzeihen. Denn dazu ist ja eigentlich zu viel passiert. Wer war hier? Wer wollte was sagen? Hier, das wollen so viele etwas sagen. Ich wollte fragen, warum du deine sexuellen Triebe nicht mit deiner Freundin auslebst, statt mit anderen Frauen. Ich meine, was bringt dir das? Ich denke, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und ich sage, nein. Und ich sage, ich brauche
Und ich sage ganz offen und ehrlich, ich brauche manchmal meine Bestätigung. Das sage ich hier ganz offen und ehrlich, habe ich keine Chance. Kriegst doch du keine schon. Bestätigung? Doch schon, das ist nicht die Frage. Das ist nicht die Frage. Aber nicht genug. Ich brauchte halt mehr, als wie ich von meiner Partnerin Birgit bekommen habe. Sie macht halt das eine oder andere nicht, was ich halt gern mag. Ja, und jetzt willst du sie heiraten. Meinst du, dass du das alles so lassen kannst? Ja, warum nicht? Er will sie jetzt Menschen heiraten, können sich doch ändern. Muss das ja alles. Menschen können sich doch zu jeder Zeit ändern. Und wenn man dazu bereit ist, ist es doch gar keine Frage. Also das, was du hier so von dir gibst, da glaube ich nicht, dass sie sich irgendwie so ändern können, so von einem Tag auf den anderen. Ich habe ja auch nicht gesagt, von einem Tag zum anderen. Das habe ich nicht gesagt. Einen Moment, jetzt mal geht's mit der Freundin Ilona noch mal weiter. Du hast gehört, die beiden wollen heiraten. Ist Birgit nicht mehr zu helfen? Ja, das glaube ich auch. Glaubst du denn, er kann sich ändern? Das glaube ich nicht. Auf keinen Fall. Glaube ich nicht dran, dass er sich ändert. Ich weiß nicht. Birgit, was sagst du dazu, dass selbst deine beste Freundin Ilona da auch nicht ganz deiner Meinung ist? Na, es mag schon alles sein, denn ich bin ja in manchen Dingen auch nicht Ilonas Meinung. Ich meine, ich lebe mein eigenes Leben und ich bin eigentlich für mein Leben alleine verantwortlich. Und da brauche ich keinen Dritten, der mir da irgendwie was abraten tut oder zuraten tut. Das stimmt. Du bist doch aber nicht glücklich mit deinem Leben. Willst du das wissen, ob ich glücklich bin? Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn er dich so ausnutzt. Bist du denn ich meine, du musst ja für dich selber wissen, ob du so weiterleben möchtest. Na, so aber für mich wäre das nicht. Ich meine, so wie es bis jetzt war, so ist es, wie er es dir geschildert hat, so ist es ja, weil es bestimmt nicht mehr. Also, es war mal so. Es wird so viel gesagt hier. Nur alle Leute, die hier sitzen, die kennen die ganzen Hintergründe ja gar nicht. Warum? Weswegen? Und deswegen denke ich, ist das ein Problem zwischen uns beiden, die wir gemeinsam lösen können und lösen müssen. Allein schon für uns beide und für die Kinder. Dann drücken wir euch die Daumen, vor allen Dingen auch für die Kinder, dass eure Ehe gut geht. Und wir wünschen euch wirklich halt heute. Wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema, denn bei meinem nächsten Gast steigt der Adrenalinspiegel proportional mit der Geschwindigkeit. Hier ist er, Rainer. Herzlich willkommen. Rainer, worüber regst du dich im Straßenverkehr auf? Ja, über intolerantes Verhalten von anderen Leuten, die teilweise, ohne dass sie darüber nachdenken, ob sie andere Leute gefährden, nur auf ihre Rechte pochen. Also, du fährst Motorrad? Ich fahre Motorrad. Wie leidenschaftlich, wie viel, wie weit? 20.000 Kilometer im Jahr. Das ist ja schon eine ganze Menge. Ist das in deinen Augen gefährlich? Das gefährlich ist es. Wer gefährdet denn am meisten? Sind nicht die Motorradfahrer diejenigen, die immer kamikaze-mäßig an den Autos vorbeirasen und damit die anderen gefährden? Diese Leute werden nicht alt. Also wer Motorrad fahren kann, der fährt so Motorrad, halt, dass er sich selber nicht gefährdet. Und wenn man ein Motorrad als Potenzmittel braucht, und um irgendwas zu beweisen... Brauchst du das? Ich brauch's nicht. Also dann, um irgendwas zu beweisen oder so, oh, weiß ich nicht, um Freunden zu zeigen, wie toll man Kurven fahren kann oder wie toll man irgendwie, wie schnell man fahren kann. Gut, dann überschätzt man sich und so weiter und dann kann man auch nicht lange mit dem Motorrad leben. Was hast du für ein Motorrad? Eine 1100er Kawasaki mit 150 PS. Das ist jede Menge Power in der Kiste drin. Warum fährst du denn Motorrad? Ja, weil's mir Spaß bringt, auf jeden Fall. Wie schnell fährst du denn mit deinem Motorrad? Je nach Tagesform und je nach Verkehrssituation. Maximum, wie schnell bist du schon gefahren? 280, 285. Da bleibt man aber noch auf dem Motorrad drauf, oder? Ja. Wenn man was du gerade so gemacht hast, mit dem Verzerren des Gesichts und die Seitenlage, bekommst du bei Windböen, so jetzt in der Jahreszeit halt, oder so im Winter oder so, wenn starker Seitenwind ist oder so, dann verzerrt man schon mal das Gesicht. Wie würdest du denn deine Fahrweise beschreiben? Zügig. Warum fährst du denn so zügig? Ja, weil's mir Spaß bringt und ist halt ein schönes Gefühl, ne? Hast du keine Angst, andere Leute damit zu gefährden? Nö, eigentlich werde ich mehr gefährdet. Außer mein Hund vielleicht.
Wieso? Was hat der Hund damit zu tun? Na, wenn ich mit dem Hund mit 40 Stundenkilometer durch die Stadt fahre, wenn ich mal irgendwo was einkaufen will und der sitzt auf dem Tank, der hat keinen Helm auf und kein Leder, außerdem kann er nicht sagen, der möchte nicht mitfahren, ne? Oh, das ist aber auch ganz schön fies. Ja, fast Tierquälerei hier. Was sagt denn deine Familie dazu? Mit gemischten Gefühlen, denke ich mal. Also, meine Frau macht sich teilweise Sorgen. Und deine Schwester? Meine Schwester? Ja. Aber ich find's nicht gut, ne? Sie macht sich Gedanken. Genau, das macht sie. Sie ist auch hier. Herzlich willkommen, Anja. Ja, du wusstest nicht, dass deine Schwester Anja hier ist. Nee. Anja, was hältst du denn von seiner Fahrweise? Also ich weiß, wie er angefangen hat, Auto zu fahren, also wirklich wie eine besenkte Sau. Und er hat wohl auch einige blaue Flecken abbekommen von mir, weil ich jedes Mal eine Ampel auf ihn einschlagen musste, damit er mal ein bisschen vernünftig fährt. Aber seit er Motorrad fährt, bin ich mir sicher, dass er etwas vernünftiger fährt, das ist schon klar. Bloß wenn er sich ein Motorrad kauft und da wirklich Geld für hinlegt und dann nach 5 Tagen bei mir anruft und sagt, du, ich bin jetzt hier beim Kawasaki-Händler, hol mich mal ab, ich bin bei 150 abgestiegen. Also da geht's mir aber echt schon so, ne? Und ich wollte ihm damals, als ich das hörte, wollte ich ihm wirklich erstmal eine klatschen, damit er wirklich mal merkt, wie weh mir das auch tut. Ne? Arsch. Warum hast du... Und warum hast du ihm keine geklatscht? Ja, ich war fertig. Ich war froh, dass er dann... Naja, man sieht ihn dann halt. Ihm passiert ja auch nichts, ne? Aber es ist schon, ja, nicht witzig. Glaubst du, ihm ist nicht mehr zu helfen? Nee, in dem Fall wohl nun wirklich nicht, ne? Ist er immer unterwegs, ne? Was war es jetzt? Ein Bus auf den Buswolze ziehen und dann auftunen und dann mit 300 über die Landstraße so? Mit Ziehharmonika am besten noch dazwischen, ne? Damit da hinten so du noch Platz hast oder... Was? Nee. Erzähl uns! Das sieht ein bisschen anders aus. Ja, wie denn? Das sieht einfach so aus, dass in der heutigen Zeit dass die wirtschaftliche Situation so ist, dass man sich auf nichts mehr sicher einlassen kann und so weiter. Und die, also nach langem Nachdenken, der letzte Weisheitsschluss ist, da studieren, Ausbildung und sowas alles nicht mehr eine Garantie auf einen guten Job ist, auch Qualifikation nicht, ist das Beste doch vielleicht, das Leben so zu führen, dass man sich einen Bus nimmt und eben da, wo die Arbeit ist, da hinfährt, da lebt. Ja, aber wenn man und dann wenn es im Winter dann hier kalt ist und so, mit dem Bus nach Spanien runter an die Küste, vielleicht ein paar Schwarzbrote backen und aus dem Bus verkaufen, aber das Leben genießt und nicht mehr hier auf diese Sicherheiten pocht. Rente kriegen wir sowieso nicht, Arbeitsplätze kriegen wir auch nicht. Selbst früher war es mal so, da konnte man sagen, wer arbeiten kann, kriegt Geld, kann Geld verdienen, braucht sich keine Sorgen zu machen. Heute, ich habe einen ganzen Haufen Neffen und Nichten, wenn die mich fragen, was sie machen sollen, ich weiß das heute nicht mehr. Das hättest du doch alles viel eher haben können. Hättest du das Geld für die Kawa irgendwie auf dein Sparbuch gepackt, hättest dein Studium schnell durchgezogen, weißt du, dann hättest du jetzt vielleicht schon übermorgen deinen blöden Bus und wärst weg. Aber lieber mit 290, ne? Und neue Kette und neue Reifen und wieder auf die Schnauze legen damit und die Schwester anpumpen, ich kann mir kein Motorradkombi leihen, gib mir mal Geld und ich bin ja so blöd und mach das. Das ist doch gut. Ja, ja. Mit dem Ehrhaben, ja klar, ich meine, normalerweise schön bescheuert, wenn man sich auf die Ämter in Deutschland verlässt und sich informiert, was kann man beruflich machen. Ja, lernen Sie Schiffsmechaniker, fahren Sie zur See. Hey, dann, ja, als Schiffsmechaniker ist nichts mehr zu kriegen, wird wegrationalisiert, wir brauchen deutsche Offiziere. Ja, Rainer, wir wünschen dir viel Spaß dabei, aber wenn man das hört von dir, Anja, dann ist dir ja eigentlich auch nicht mehr zu helfen, wenn du ihm immer noch Geld leihst. Ja, ich meine, ich habe ja noch eine Mutter und die sagt, in Gott, der arme Junge und so. Und wenn ich meiner Mutter erzähle, es ist mir doch egal, ob der sich jetzt das nächste Mal wieder hinlegt, nicht? Und dann vielleicht ganz drauf geht. Ne? Naja, wir haben mal halbe gemacht. Ich habe das Geld geliehen, Mama hat ja gleich geschenkt, dann ist ihr wohl eher nicht mehr zu helfen. Also ihr wisst jedenfalls, wie ihr euer Leben genießen könnt. Genießt es weiter. Vielen herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Allseits gute Fahrt. Die Welt ist manchmal hart und ungerecht. Hier
sind welche, die setzen ihr Spiel, ihr Leben extra aufs Spiel. Und jemand, der möchte gerne leben und er sehnt sich nach Freizeit, Spaß, aber kann es eigentlich nicht so richtig ausleben, heißt Lena. Sie kommt jetzt. Herzlich willkommen. Lena, man muss sagen, dir hat das Schicksal ganz übel mitgespielt. Du bist schwer krank und du benötigst eine Organtransplantation. Was hast du? Ich habe Leberzirrhose und ich brauche dringend eine neue Leber. Und diese Leberzirrhose ist bekannt schon seit 85. Aber anfangs hat das mich noch nicht sehr gestört. Und nun seit November letztes Jahres wurde das schlimmer. Also ich habe sehr viel Wasser in den Körper bekommen und ich musste ins Krankenhaus Eppendorf. Und das wurde mit sehr starken Medikamenten den weggeschafft. Und ich muss natürlich zu Hause starke Medikamente nehmen. Lena, wie kann man dir denn helfen? Was möchtest du den Leuten sagen? Mir kann man helfen nur dadurch, dass ich eine neue Leber bekomme. Mhm. Und das muss sein von was für einem Menschen? Das muss sein von einem Menschen, der die gleiche Blutgruppe hat wie ich. Und dann darf die Leber auch nicht zu groß sein oder zu klein für mich. Mhm. Und du rätst und aber auch... Und natürlich einigermaßen gesunder Mensch muss ja auch sein. Und du sagst sogar, du möchtest einen Aufruf machen, dass die Leute einen Organspenderausweis mit dabei haben sollen oder sich dazu bekennen sollen. Warum? Also das ist sehr wichtig. Also das, diese Leute, die irgendwelche Organ brauchen, dass sie den Organ auch bekommen. Weil dadurch kann ihr Leben viel länger werden. Und nicht nur das Leben verlängert, sondern auch also das Qualität des Lebens wird besser. Hast du denn selbst einen Organspenderausweis? Ja. Ich habe, obgleich ich schon 60 Jahre alt bin. Gibt es hier jemanden, der einen Organspendeausweis besitzt? Du hast einen. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Durch meine Mutter, die ist Krankenschwester und die haben da viel drüber gesprochen, von wegen, dass es wenig Organspender gibt. Und da habe ich mir halt gesagt, das ist keine schlechte Sache. Tolles Vorbild. Lena, vielen herzlichen Dank sagen, dass du so mutig hier darüber gesprochen hast. Wir drücken dir alle ganz fest die Daumen, dass sich ein Organspender findet. Also, wenn Sie Organspender werden möchten, dann melden Sie sich doch bitte unter unten genannter Telefonnummer. Vielen herzlichen Dank. Lena würde es Ihnen für Ihr Leben lang danken. Also, danke fürs Zuschauen. Danke.